darüber reden und dann ist gut. Und ja. Er hat einen ausgedruckten Fragebogen gehabt, eine Prüfung, und hat Fragen vorgelesen. Ah ja. Und eben das Bild, das habe ich gerade am Anfang gesehen, das ist, also weißt du, umblättert habe ich es gesehen und ich fand, okay, das ist gut. Und dann eben das Zitat, gerade am Anfang, Alter, im Nachhinein, das ist auch noch eine taffe Frage, Alter. Der, was ist denn? Warte schnell. Ich bin gerade in der Fight, Mann. Ja. Okay, das siehst du noch auf YouTube, Alter. Sorry. Es ist ein bisschen so wie Geschichte und vielleicht Germanistik, so ein bisschen normal unter den Nerds. Ah ja, dann absolut. Wo ein bisschen Journalistik oder so was machen und nicht wirklich Bücher lesen. Ja. Yeah. Aber, also im Gegensatz zu den Extremos, so den Latinisten und so, aber... die antike Geschichte ist eigentlich auch schon eher nerdy, oder? Also darum auch antike Archäologie ist ziemlich nerdy. Und, so überlebensgrosse Kolossalstatue, also mehr als ein Mensch. So, ich glaube, 2,5 bis 3 Meter oder so. Und es ist der Herkules. Und der, du kommst rein und du siehst zuerst nur den Herkules von vorne. Und dann läufst du drumherum und du bist in den Thermen und bist die ganze Zeit dort, oder? Und du bist in der Mitte der Thermen. Ja. Yeah. Oder am Anfang und am Schluss zwei gleiche Statuen. Und von hinten siehst du, dass er etwas in der Hand hat. Und die Geschichte shiftet, wenn du siehst, was er gemacht hat. Weil okay. Zuerst ruht er auf einem Sockel und du meinst, er ist der Herkules, der starke Herkules, der innen ruht. Ja. Yeah. Und dann siehst du hinten dran, hinter seinem Rücken, hat er die Arme. Und das sieht aus wie der Ruhe, aber dort hat er die Äpfel von der Hesperiden. Das heisst, er hat seine Heldentat von den Äpfeln von der Hesperiden erlangen, hat er schon gemacht. Er ist gerade fertig geworden. Ja. Yeah. Also er ist nicht vor sich zu vorbereiten oder am Ruhe, sondern er hat sich am Ruhe. Und das ist faszinierend. Und dann hast du die Statue und das ist konzipiert darauf, dass die Leute drum herumlaufen und drum herum sich bewegen und die betrachten und sich etwas überlegen.